Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, Herr Kollege Dregger. Wenn Sie sagen, dass wenn wir Video am Breitscheidplatz gehabt hätten, wir besser bei der Terrorbekämpfung gewesen wären, da will ich Sie mal daran erinnern, dass wir ja wohl alle gemeinsam der Auffassung sind, dass wir im Vorfeld zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung Maßnahmen brauchen, um Terroranschläge zu verhindern und nicht, um sie stattfinden zu lassen und hinterher aufzuzeichnen. Das ist, glaube ich, unser vorrangiges Ziel, was wir gemeinsam haben müssen. Und um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir eine bessere Vernetzung von Datenbeständen. Wir brauchen einen Austausch in der Kommunikation zwischen Bund, Ländern und dem Schengen-Raum. Wir brauchen Präsenz der Polizei vor Ort. Wir brauchen Maßnahmen, um präventiv und vorbeugend die Sicherheit zu erhöhen. Und dann kann man ergänzend und flankierend auch über weitere Maßnahmen nachdenken. Aber so wie Sie es darstellen, als sei das eine Conditio sine qua non, als die Voraussetzung, dass man überhaupt Terror wirksam bekämpfen könne, ist absurd, Herr Dregger. Und dass wir keine Rechtsgrundlage haben in der letzten Wahlperiode am Ende, liegt ausschließlich und allein daran, dass Ihr Innensenator eine solche Vorlage viel zu spät in den Senat eingebracht hat, sie folglich viel zu spät in das Parlament gekommen ist und es aus Geschäftsordnungsgründen gar keine Chance mehr gegeben hat, sie vernünftig unter Einhaltung der Geschäftsordnung zu beschließen. Das war der Grund, warum es damals nicht zustande gekommen ist. War Ihr Fehler, nicht unserer. Kommen wir aber zu dem Thema Videoüberwachung, bevor wir zu den anderen schrägen Aussagen von Ihnen, Herr Dregger, noch kommen. Aber wir haben ja noch einen Tagesordnungspunkt zur Abschiebung. Verfassungsschutz soll abgebaut werden und Abschiebung solle nicht stattfinden. Und diese Märchen, ich weiß gar nicht, wo Sie das gelesen haben, aber da habe ich jetzt nicht die Zeit dazu, das zu korrigieren. Das machen wir in der übernächsten Rederunde. Ich komme auf Video. Videoüberwachung auf neuralgischen Plätzen in der Stadt ist unter bestimmten Voraussetzungen nach geltendem Recht sogar möglich. Es kann als zusätzliches Instrument zur Verbrechensbekämpfung unter bestimmten Voraussetzungen eingesetzt werden. Und genau das ist das Ergebnis der Klausur des Senats und auch des Sicherheitspakets der Koalition, dass der Senat gemeinsam mit der Polizei in Überlegung eintritt, wo wir zusätzlich dieses Instrument einsetzen können. Und darüber haben wir uns verständigt, dass wir es tatsächlich erweitert nutzen wollen. Da gibt es eine Vereinbarung. Und das werden wir im Rahmen des geltenden Rechts, so wie das möglich ist, prüfen und dann auch einsetzen. Ich plädiere für eine weitere Auslegung des ASOC. Ich plädiere vor allen Dingen dafür, dass wir das, was der Bund macht, nicht missachten. Der Bund hat im Bundeskabinett beschlossen, kommt dann also im Bundestag, dass er für seinen Bereich im Bundesdatenschutzrecht eine leicht veränderte Rechtsgüterabwägung vorgenommen hat. Und an dem einen Punkt, Herr Dregger, würde ich Ihnen sogar zustimmen, dass man aufgrund von aktuellen Entwicklungen auch in der Lage sein muss, Rechtsgüter ein Stück neu zu justieren. Das tut der Bund für sein Datenschutzrecht. Das bedeutet, dass das auch dann, wenn es denn in Kraft tritt, für Berlin auf Plätzen für private Veranstalter gelten wird. Nämlich eine etwas stärker gewichtete Bedeutung der Integrität, der körperlichen Unversehrtheit gegenüber der informationellen Selbstbestimmung. Und es wäre sehr hilfreich, wenn Bund und Länder zu einer ähnlichen bis vergleichbaren, am liebsten gleichen Rechtsgüterabwägung kämen. Denn es ist schwer einsehbar, dass man auf Bundesrecht zu der einen und aufgrund des Landesrechts zu der anderen Schlussfolgerung kommt. Deshalb, auch deshalb, hat der Senat jetzt beschlossen, dass wir für diese neuralgischen Plätze, wenn Veranstaltungen sind oder größere Ereignisse, dass wir dann das ermöglichen wollen, weil wir dem Schutz der körperlichen Integrität auch hier eine etwas größere Bedeutung beimessen. Also lassen Sie uns bitte nicht mit gegenseitigen Schuldzuweisungen, warum dies und jedes nicht gehe, kommen, sondern gucken, wie wir ein Höchstmaß an Sicherheit durch verschiedene Maßnahmen erreichen. Und wer hier die bessere Sicherheitspolitik insgesamt macht, Herr Dregger, das ist noch sehr die Frage. Das heißt, für mich ist es nicht die Frage, werden wir machen. Aber ich kann Ihnen auch zeigen, kann Ihnen auch was zeigen, dass das untermauert. Wenn man nämlich, weil Sie sagen, wir hätten so eine verfehlte Sicherheitspolitik in unserer Konzeption im Koalitionsvertrag und Herr Graf heute Mittag auch. Wenn man anguckt, die langfristige Kriminalitätsentwicklung von 97 bis jetzt, wer war verantwortlich? CDU, SPD, CDU.
dann ist in 10 Jahren rot-rot die Kriminalität kontinuierlich runtergegangen. Runtergegangen. Und in der Zeit danach, unter der Verantwortung eines CDU-Senators, ist sie kontinuierlich raufgegangen wieder. So viel zu der grundsätzlichen Kapazität und Kompetenz in Sicherheitsfragen. Es spricht nicht unbedingt alles von vornherein für Sie. Herr Dregger, lassen Sie uns konstruktiv Sicherheitspolitik betreiben. Herzlichen Dank.